Johannes, der Papa, der moderiert seit gestern Abend um 19.11 Uhr hinten bei uns im Kindergarten die große Best-of-Thoma-Bar-Fremdensitzung. Best-of? Ja, Best-of, der ist gerade beim Jahr 1990, der ist völlig am Abdruck. Komm, da müssen wir gucken, da müssen wir uns kümmern. Spitze! Und ich darf Ihnen die jungen Damen, meine Damen und Herren, vorstellen, jetzt tanzen wir sie. Andrea Füg, Claudia Bartheimmüller, Svenja Eckhoff, Ursula Stoll, Anja West, Silke Ortmann, Andrea Didowitsch, Marlene Stoll, Training und Einstudierung, Birgit Stumpf, Kostüme von Hilde Stumpf und Ute Vollmüller. Und hier kommt euer Applaus und euer Ausmarsch! Und was sagst du dazu? Also Tami, ich kann den Martin verstehen. Was ist das für ein Leben ohne Tumorbar? Recht hat er. Und jetzt, liebe Gäste, er ist wieder da. Gezeugt, geboren und in Lauterbach aufgewachsen, unser Lauterbacher Strolch, Einmarsch! So, ihr Leute, jetzt haben wir den Salat. Letztes Jahr habe ich es euch noch gesagt, die Bundeswehr freut sich, dass die Kanonen-Uschi nach Brüssel abkommandiert wurde. Nur jetzt soll die Kanonen-Uschi, die noch nicht mal die Sanierung der Gorch Fock hinbekommen hat, sich um die Impfstoffbestellung für ganz Europa kümmern. Ich sage euch nur eins, das geht in die Hose. Wenn ja wenigstens der März gekommen wäre, dann könnte der Spahn ja jetzt ganz lasch an die Verteilung gehen. Aber so mache ich mir da schon meine Gedanken. Aber vielleicht sollte man eine Nachricht auf die Wurscht-App von Bernhard Wöll schicke und der verteilte Impfstoff in ein paar Mischhackbrötchen. Das wäre doch mal eine Idee. Strolch, du bist ganz schön gehörig. Warum bin ich ganz schön Manfred? Naja, der Manfred muss schon noch auf den Einsatzbefehl des Landes warten, bevor er die Mischhackbrötchen mit Impfstoff im Impfzentrum des Vogelsbergkreises in der Nachbarstadt verteilen lassen darf. Naja, und bis der Impfstoff wirkt, verkürzen wir euch die Zeit mit einigen schönen Beiträgen der letzten Jahre unserer Tumorbar-Familie. Wir wünschen euch viel Spaß. Und bleibt schön gesund. Prost. Prost. Und mein Prinz kann man nicht so gut sprechen. Was für ein Klo? Wer hat mir Klo zugesperrt? Keine Ahnung, also ich mach's nicht. Ich mach's auch nicht mehr. Ich wollte es eigentlich auch machen. Erdbeeren und Sekt. Wir haben nur Champagner, es tut mir leid. Champagner. Place from Germany. Der Olli hat dann gesagt, we are from the Vogelsberg. Dann wollen wir mal rüber, jetzt warst du dann nicht so weit. Der Olli hat gesagt, der Harald hat genau bestes Recht, Akma kommen und der Olli hat gesagt, so Vogelsberg. Auf einmal fängt der Taxifahrer da vorne an, oh, Vogelsberg, I know. There I have not good sex. Da wollten wir wieder, was hast du denn gesagt? Da habe ich gesagt, Johann kann dich.
Mexikaner, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Adios, adios Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück. Adios, adios Mexiko, ich grüß mit meinem Sombrero de Quero, ich habe dich so lieb.